Windows Power sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch die neue WhatsApp-Funktion vorstellen, mit der es nun möglich ist, Bilder in Top-Qualität zu empfangen und zu versenden. Wie ihr das einstellen müsst, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Hat man früher Bilder versendet oder diese bekommen, dann sind diese immer in komprimierter Qualität angekommen. Der Grund dafür war eben, dass man große Datenmengen hier schneller übertragen wollte und dass man nicht so viel an Daten auf den Smartphone oder auf den Tablet sich ansammelt. Doch damit ist nun Schluss. WhatsApp hat nun eine neue Funktion, mit der es nun möglich ist, die Bilder zu versenden und zu empfangen und das in Top-Qualität. Und dafür müsst ihr nur WhatsApp öffnen. Dann geht es in den Einstellungen. Hier habt ihr nun Speicher und Daten. Und nun ist dieser Punkt neu dazugekommen, Medien-Upload-Qualität. Hier drückt ihr drauf. Automatisch ist hier von Haus aus eben automatisch ausgewählt. Ihr müsst natürlich hier beste Qualität auswählen und schon kommen die Daten zu euch und zu euren Empfänger in Top-Qualität. Also ich finde, das ist wirklich jetzt eine tolle Funktion, die WhatsApp hier eingebaut hat. Nun kann man die Bilder auch in guter Qualität empfangen und versenden und diese kann man dann, sofern man das braucht, auch ausdrucken und die Qualität ist hier gestochen scharf und es ist nichts verpixelt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unsere Webseite, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.